Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lucifer's Call. Zu einer etwas entspannten Folge, denn ich habe eigentlich gar keinen Nerv gerade. Und wann habe ich denn das Level abgemacht? Ich hatte eigentlich kein Level 66. Moment. 66, wann habe ich denn 66 gemacht? Wollte ich nicht eigentlich noch trainieren? Ich habe aber nicht trainiert. Komischerweise. Ach so, nee. Wir mussten, glaube ich, für den einen 67 sein anstatt 66, oder? Würde es jetzt am besten nochmal. Ich gucke mal ganz kurz nochmal nach. Entschuldigung, wenn es jetzt noch ein bisschen gestreckt ist. Was ich sagen wollte. Diese Folge wird etwas, ja, etwas gemächlicher. Und auch die nächste, denn ich brauche nämlich zwei Folgen für die Nacht zum Rendern. Und ich habe keine mehr. Und das bedeutet, ich muss heute noch Abend was aufnehmen. Es ist nämlich 2 Uhr morgens. Ich mache gerade schon eine Cola auf, damit ich hier, ja, wach bleibe. Denn mein Körper hat sich nämlich daran gewöhnt, um 0 Uhr ins Bett zu gehen. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen müde. Möchte ich mich entschuldigen, falls meine Stimme wieder so ein bisschen rüberkommt, als wäre ich gelangweilt und so weiter. Das kommt ja, kann ich leider nicht ändern. Es ist meine Stimme, mein Takt, meine Tonhöhe und so weiter. Deswegen tut mir es leid, falls es immer so rüberkommt. Ich bin nicht immer, also ich bin meistens eigentlich ein bisschen happy und so weiter. Und es hat nichts mit dem Video so zu tun. Doch, Level 66 reicht, perfekt. Also, ich bin nicht wütend oder irgendwie sowas. So, was nehmen wir denn jetzt hier eigentlich? Wollen wir die eigentlich hier ein bisschen, ja, gucken, was wir so bekommen? Ich kann mal kurz gucken. Mamunon und Mabu Fidyne ist eigentlich, ja, gut. Belästigen Berserker brauchen wir natürlich nicht. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich bloß sagen, wird wahrscheinlich diese Folgen Blitzangriff. Ach, das lernt er von sich aus, okay. Bzw. hat er ja schon. So, nee, es ist alles so dumm. Hier, das wäre nicht schlecht. Nimm mal das. Ups. Ja, das nimmst du bitte. Und deswegen machen wir diese Folgen mal kürzer. Tut mir leid, aber es geht leider nicht. Nicht anders gerade. Denn ich bin wirklich müde und ich will unbedingt was rendern, damit ich wirklich genug. Ich bin Jorlungor vom Schlange-Clan. Freut mich. Die doppelköpfige Schlange. So, eintragen. Wir sollen natürlich noch eintragen. Da habe ich echt trainiert. Kam mir eigentlich gar nicht so vor. Egal. So, Ilunga, was kannst du denn uns geben? Suiki. War das nicht der. Das müsste einer der Keys sein, ne? Die ich brauche. Für Dings. Ah ne, ich wollte gerade sagen, und Kinky, den wir noch nicht haben. Aber wir haben den ja schon. Seht ihr ja hier. So, Klofo kennen wir auch schon. Das ist nämlich die hier. Huxki. Ach ja, das ist der, wo ich gesagt habe, das ist der Elefant. Er kann eigentlich gar nichts Besonderes, ne? Sogar ein Magier. War das echt ein Magier? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber den brauchen wir auch auf jeden Fall. Es ist gut, dass wir jetzt so einen haben. Ach ja, der Djinn. Ich finde das. Der Grafikstil von diesem Monster finde ich ein bisschen. Also ist anders als hier zum Beispiel von dem. Oder von dem. Wobei, nee, wenn ich es mir so richtig angucke, dann. Nee, doch nicht. Vergiss es, vergiss es, vergiss es. Ja, aber irgendwie so. Ein besonderes Monster kriegen wir jetzt aber nicht, nur halt durch nur diesen Suiki hier. Wo ich den roten Reiter verballern muss. Was mir jetzt eigentlich nicht so prickelnd ist für mich, finde ich. Was kann ein Yulun eigentlich lernen? Elektroboost. Gut. Elektroboost. Aber du hast auch Blitzangriff, sehe ich gerade. Den kannst du schon. Das ist gar nicht so schlecht. Wenn du diese Fähigkeit schon kannst. So, wir werden aber jetzt trotzdem.
Ich glaube, ich behalte ihn noch mal ganz kurz ein paar. Achso, naja, gut. Ja, ich behalte ihn noch ein bisschen und mal schauen. Schwarzer Frost ist jetzt dabei, also ist jetzt der Dämonen-Kompendium verschwunden. Weil wir ihn noch später. Wir werden ihn sowieso nochmal später fusionieren, das sage ich euch jetzt schon. Und ich werde mal sicherheitshalber doch auf einem anderen Speicherstand speichern. So, falls doch irgendwas passieren sollte. Denn ich kenne nämlich noch was, was im fünften Kaiba passieren wird. Und da bräuchten wir den den schwarzen Frost nochmal. Und nicht, dass wir dann den alten brauchen, den wir unten rekrutiert haben. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es so ist. So, wir gehen jetzt ins Amana-Netzwerk. Und ich zeige euch, wie man. Ich sollte nicht an diesem Kabel rumfuschen. Ich bin nämlich gerade barfuß auch. Und man merkt, ich bin sozusagen bettfertig, wie es ja die Frauen immer so gerne sagen. Ich fummel hier an diesem Kabel mit meinen Füßen immer rum. Ich weiß nicht, ich habe immer diese dumme Angewohnheit, auch im Bett, an diesen. Also bei mir ist jetzt ein Reißverschluss am Bett, also an Bettla ach, nicht am Bettlaken, an der Bettdecke. Und ich weiß nicht, ich will immer mit den Füßen, also zwischen den Füßen, da will ich immer mit diesem, ja, Reißverschluss, da mache ich immer meine Füße zwischen, weil irgendwie gefällt mir dieses Gefühl, mal ein bisschen zu kratzen oder weiß ich was. Also, ja, ich weiß nicht, also woher das kommt. Ich habe auch die dumme Angewohnheit, zum Beispiel, ihr kennt ja diesen Kragen unten an den Hosen. Und ich mache das immer so, ich mache das immer an den Fingern irgendwie so oder an dem Mund. Also nicht richtig an dem Mund. Nee, nicht an dem Mund. Mache ich bei dem Dings, bei meinem T-Shirt immer. Also ich ziehe das so hoch und mach das dann halt an der Lippe. Ich weiß nicht, warum ich das mache eigentlich, aber warum? Aber mir gefällt dieses Gefühl einfach. Fragt mich nicht warum. Aber ich mag das einfach. Und ich mag das auch mit meinen Fingern immer. Also mit den Fingernägeln immer. Also ich habe keine Fingernägel so hoch, also so groß. Aber ich mag das immer, damit sozusagen zu spielen. Ich bin verrückt, ich weiß, aber. Es ist für mich eine Angewohnheit. Es ist für mich meine Angewohnheit. Manche haben sozusagen, ja, Fingernägel kauen oder weiß ich was. Und ich habe diese dumme Angewohnheit, mit den Fingernägeln wirklich an dieser Falte von der Hose rumzuspielen und dieses kleine Gefühl zu haben. Ich weiß nicht, ob das auch von euch welche haben, so ein Gefühl, aber ich muss das einfach machen und es ist. Irgendwie weiß ich nicht, das habe ich schon als kleines Kind immer gemacht. Ich habe dann immer das Problem gehabt, dass meine Mama immer sehr gemeckert hat, weil ich immer natürlich, weil ich erst angefangen habe mit T-Shirts, also wirklich hier diesen Schnitt, der im T-Shirt drin ist, wirklich umzukrempeln, damit ich hier diese Stiche habe und wirklich damit sozusagen mit meinen Fingern an meinen Fingernagel und so weiter und auch an der Kuppel alles einfach rumzuspielen. Und dadurch habe ich natürlich das T-Shirt immer geweitet. Also so auseinandergezogen ein bisschen. Und deswegen wurde es immer ein bisschen größer. Und das sieht dann auch scheiße aus. Deswegen hat meine Mutter immer gemeckert. Also wenn ich das gemacht habe, weil dann immer diese T-Shirts fast versaut sind. Aber das ist für mich die Art meiner dumme Angewohnheit. Also ich kriege das auch leider nicht mehr raus aus meinem Kopf. Weil ich entdecke das immer wieder an mir, dass ich das immer wieder mache. So, wir müssen aber jetzt erst einmal. Ich muss diesen Vertreibungsding holen. Holen wir uns das einfach mal. Nehmen wir uns einfach mal das hier. Das hat nämlich gar keinen Nebeneffekt. Ich weiß nicht, ob das hier, wenn ich jetzt den jetzt zum Beispiel nehme, ob ich dann immer noch anfällig auf tot bin, obwohl ich Todesblocker habe. Ob sich das negiert. Falls jemand das weiß, kann er mal einen Kommentar schreiben. So. Ihr wisst natürlich, was ich jetzt vorhabe, so nebenbei bemerkt. Ich will den Scheuser besiegen. Und. Ja, es ist ja egal, weil ich hier reingehe. Genau, flackern heftig. Und wir machen das. Das ist ja eigentlich egal. Also von daher. Genau, ich will hier bleiben. Ja, ich bin mir sicher. Und Cheerio, bis zu viel.
Kennt ihr das auch? So kleine. Ich glaube, das kennen wir eigentlich schon, ne? Ich kann es nochmal zur Wiederholung nochmal sagen. Oh, 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 oh. Du hast dich so sehr angestrengt, um den Yahiro no Morogi zu bekommen. Und dann gibst du ihn wieder her, einfach so. Das war dieser Stein, den wir der Lehrerin gegeben haben. Das ist so verständlich, denn dein Herz trachtet eher nach dem Chaos als nach der Schöpfung. Aber du musst noch ein Hindernis überwinden. Und zwar mich. Bam. Und zwar mich, die Mutter Meze, Bezwingerin des fürchterlichsten Biestes. Du, der du einst ein Mensch warst und nun der Körper eines Dämons besitzt, möchtest du das Herz eines Dämons, auch wenn du verdammt wirst, in undurchdringlicher Finsternis zu verzweifeln? Ja. Dann zeig mir die Finsternis in deinem Herzen, indem du mir deine Seele opferst. Ergötzen wir uns an deine Ekstase des Todes. Einverstanden? Ich frage mich, es hat ja immer so ein bisschen eine Bedeutung in diesem Spiel. Genau, Orgie, bla bla. Es hat ja immer so ein bisschen... Au! Stimmt. Blitz. Ich hätte mich schützen sollen gegen Blitz. Egal. Wir machen erstmal das hier. Was wollte ich jetzt sagen? Mist, ich hab's vergessen. Shit. Achso, ich weiß, was ich sagen wollte. Die ganzen Monster haben ja Geschichten. Und ich frage mich, was die Geschichte dahinter ist. Ich kann jetzt nicht nachgucken. Und ich würde es wahrscheinlich jetzt auch dann bald nachgucken wollen. Und ich mache nochmal Nebelhauch. Ich weiß nicht, ob sie das wegmacht. Mal schauen. Sie absorbiert es. Das heißt, sie heilt sich selber dadurch. Okay. Moment, das kann man nicht mit Magarakaram kontern. Das ist sehr schlecht. Oder habe ich mich gerade verguckt? Nee. Eigentlich nicht. Das ist sehr, sehr schlecht, sage ich euch. Ich überspringe mal den Zug von ihm. Mach trotzdem wieder Sukugaya. Hier mache ich natürlich weiter in das Gebet. Ich sollte nicht so an diesem. Ich hab mich schon wieder entdeckt. Mit diesem dummen Kabel. Mist. Muss echt aufpassen, sonst ziehe ich das aus Versehen raus und dann ist die Aufnahme im Arsch. Am besten ganz genau, kurz bevor ich mit dem Endkampf fertig bin, ziehe ich das Scheißkabel raus und die Aufnahme ist von Arsch. So. Mache ich jetzt noch einmal Nebelhock? Ich glaube, sie macht das echt nicht weg, oder? Naja. Schützen wir uns weiterhin. Das bringt ja wieder nichts. Wir machen trotzdem das hier noch weiter. So. Zur Not, wir haben ja noch ganz viele Mana-Pötte. Also Mana-Sachen. Sehr schön, zwei sind ausgewichen. Es wirkt langsam. Hier überspringen wir nochmal. Ich weiß nicht, ob das funktioniert mit Jungs. Deswegen. Ich glaube, das Limit ist jetzt erreicht. Hier machen wir jetzt nochmal eine Media-Attacke. So, denn er hat ja eigentlich genug Mana. So, beziehungsweise sie hat ja genug Mana. Ah ja, Limit Hauch ist erreicht, okay. Wir probieren es einfach mal mit dem. Mit den Höllenabgase. Okay, 78. Ist jetzt nichts Besonderes. Jetzt macht sie natürlich diese Attacke. Macht sich die Sachen weg. Okay, macht sie weg. Fokus. Das scheint jetzt nicht mit... Das war jetzt komisch. Na egal. Das war jetzt sehr, sehr komisch mit ihrer Attacke da. So. Halt viele. Halt sie nicht voll mit? Nee, natürlich nicht. So, dann machen wir nochmal das hier. Wir müssen wirklich auf Nummer sicher gehen. Das ist nämlich sehr, sehr gewagt. Okay. Dann greifen wir jetzt an mit Fingern sind.
Perfekt. Hat was abgezogen, passt. Das Problem ist, sie heilt sich halt hoch, ne? Und ich kann das leider wirklich nicht abhalten mit dieser Attacke hier. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, ich heile mich noch mal ein bisschen. Ist jetzt zwar ein bisschen zu meinem Heiler verkommen, aber egal. Okay, so viel Mana gab es diesmal nicht. Ich habe bei dem schwarzen Frost mehr bekommen. So. Und nochmal einmal bitte heilen. Ich will diese scheiß Attacke. Ah ne, es war was anderes. Bam, 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 bam. Wir springen. Ich könnte natürlich jetzt noch ein anderes Monster nehmen dafür, aber das will ich gerade nicht. 26, wow. Die Station nochmal. Bringt zwar echt kaum was, aber egal. Wir kommen langsam der Sache näher. Das ist genau das, was ich wollte eigentlich. So, wir heilen nochmal. Das ist schön, dass sie das immer macht. Weil der eine ist wirklich dagegen immun, das ist super. So. Du darfst mal das hier einfach machen, Höllenbrenner. Sieht da bloß nur 46 ab, aber 64, sorry. Kann schon gar keinen deutschen Zahlen mehr lesen. So, Rakunda funktioniert ja sowieso nicht, weil er sich das sowieso wegmacht. Also mache ich weiter mit Meditation. Er wird sich sowieso bald wahrscheinlich hochheilen. Mit seiner einen Attacke. Jetzt kommt schon mal Drachenauge, das ist schon mal gefährlich. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich macht er nochmal Fokus. Das war nicht schlecht. Ja. Wie mache ich das jetzt am besten eigentlich? Ich müsste ihn hier wegschicken, um halt jemand anders zu rufen. Und das werde ich jetzt auch, glaube ich, machen. Und zwar wirklich Yulunga. Ich werde dich nehmen und... So. Du machst am besten Gebet. Du hast ja genug Mana jetzt, ne? Ich glaube, der Kampf dauert doch etwas länger als erwartet. So. Ringenwind. Wir müssten echt mal ein bisschen mehr abziehen. Oh, wir haben das hier noch. Sehr schön. Ach, wie süß. Wie süß wir... So, wie süß er angegriffen hat, wollte ich sagen. Bzw. gecastet hat. Ist ja mehr ein Cast gewesen.